Weh. Kopf zurück. Covid-Test. Mano yung lalamunan ko eh. Experience. So. Jetzt morgen. Noch. Reiko. Ja, es ist nicht angenehm, ich weiß. Reiko, ein Sakit. Nicht drauf hauchen jetzt oder husten. Ein Sakit so bra. Was hast du drinnen gegeben? Das ist so wie kleine Puder oder was? Nein, das ist eine Flüssigkeit, was dabei ist. In drinnen diese, gell? Nein, nein, das ist nur in den Sackel drinnen. Da ist der Test da drinnen. Ich habe das nicht gesehen. Parang ano, naaamoy ko yung ano. Naaamoy ko yung ano ng ano ko. Parang nana ang... Ilang minuto yan? So. 10 Sekunden schütteln. Dann jetzt den Licht angreifen. Hm? Und jetzt da bis ca. 40, 45. Also bis er da ist. Dyan yung makikita natin kung negative o positive siya. Das da alles entfernen. Hm? Das saugt jetzt die Flüssigkeit auf, deshalb braucht es jetzt länger. 10 bis 15 Minuten. Und alles, was über 20 Minuten ist, wenn nichts kommt, dann ja, hat es ein Problem. Das ist eh ein Problem, weil das ist aber nicht reingegangen. Das saugt es langsam auf. Naja, aber warum? Deshalb sollst du 10, 15 Minuten das jetzt stehen lassen. Das geht langsam rein. Ist ja schon nein, das unten. Das war ja komplett voll mit Flüssigkeit. So, die Flüssigkeit ist schon abgesaugt. Das ist geschwommen. Aber nicht raus hier, schau. Das geht langsam vor. Das ist unglaublich. Weil der erste Mal, was hast du zu mir gemacht, das ist schon... Ist auch so gewesen. Ist nein, auch nicht so schnell. Nein, ist es nicht. Ist nicht, ist es aber ganz trocken. Wart ab, das geht nicht so schnell. Drum steht ja 10 bis 15 Minuten warte. Das steht halt umsonst da. Kann man das? Es reagiert wahrscheinlich nicht jeder komplett gleich. Einer geht schneller, der andere langsamer, keine Ahnung. Aber ich muss mir jetzt gleich noch was schon. Da schon. Normal, das ist schon okay. Wie viele Minuten? Da. Da. Wo sind die Flüssigkeiten? Da, ja genau, das ist die Flüssigkeit. So, so klein sind die Behälter mit Flüssigkeit. Ich muss mal schauen, jetzt was für Strich. Ja, natürlich. Weil einer muss aufscheinen. Na, wenn es ist C.
Wenn es ist T, ist ungültig. Wenn es ist C, ist negativ. Wenn es ist positiv, dann beides. Beide, genau so. C ist da, wenn der Strich ist, hast du gar nichts. Sind alle zwei, dann hast du was. Ist bei T der Strich, dann hat das Ding da was gehabt. Ja, das ist gar nichts. Ich glaube, das hat etwas Fehler oder was. Weil normale, das ist schon gleich hier. Das ist so ganz wenig. Hast du schon weggeschmissen, die andere? Das war schon voll. Das war komplett voll. Mehr kann ich nicht reingeben. Ja, da hinten kommt irgendwas Rotes, ganz hinten. Ja, und die in der Sugar ist. Nee. Ja, na, ich ja, geht ja schon langsam rauf. Sind gerade mal 3 Minuten vergangen. Parang kulay pula, para siyang dugo. Aber was ich mich erinnern kann, waren da nur Striche. Das hat sich nicht verfärbt alles, oder? Letztes Mal. Nein. Na, letztes Mal, du hast nichts so. Du hast nur jede hier. Aber jetzt, du hast so, ist es aber gut weh. Ja, weil ich gelesen habe, das steht dringend, du musst bei alle zwei, bis du einen Widerstand spürst. Ja, aber du hast anderes gemacht. Da ja, in der anderen Seite. Drehen. Drehen da. Ich habe noch aber parang immer nicht. Anderes. Das ist schon T. Ja, warte, das ist ja noch nicht vorbei. Das sind gerade mal 4 Minuten. Oh, voilà, ich geh dran. Ja, mal abwarten jetzt. Parang falsch yung pagkaano mo siya, si. Siya chun falsch aus. Sabi ko na nga ba eh. Das ist falsch. Well, in T is it schon alles raus. Aber gibt's keine Strecke. Es geht noch weiter rauf. Naja, wenn es ist, T ist keine Strecke und den C, denn das ist ungültig. Oder Heißluft. Nehmen wir hier Heißluft. Ja, das ist ungültig, Schatzi. Da gibt es keine C, Liter T. Es geht jetzt darauf und wenn irgendwo ist, bleibt der Strich. Jetzt warte mal, bis das hinten ist. Letztes Weil die mal orange ist Farbe, die bleibt genau dort nachher, wo etwas ist. Du wirst ja sehen, wenn es bei C ist, wenn es bei C ist und es ist der Strich, dann funktioniert es eh. Nein. Ja.
Wenn es ist C ist, ist mit einem Strich und T ist gar nichts. T ist, wenn es nicht, genau, wenn es nicht funktioniert, wenn es C ist, dann hast du nichts. Hast du bei beiden nachher den Strich, den roten, nachdem das ganz rausgegangen ist? Du hast falsch verstanden. T, wenn du hast T, dann du hast negativ. Nein, bei T, das ist ungültig. T ist ungültig. Schau mal. Hat das nicht funktioniert. Jetzt müsste da schon ein Strich sein. Na, schau. T ist negativ, sie ist ungültig. Oh. T ist negativ. Ungültig. Und C ist negativ. Das passt eh? Wenn jetzt da schon ein Strich wäre, dann müsstest du schon damit rechnen, dass du positiv bist. Weil es geht ja noch weiter. Wenn jetzt bei C auch der Strich kommt, dann hättest du. Kommt jetzt bei C nachher der Strich, dann ist negativ. Ja, okay, und wäre jetzt schon der Strich und es kommt auch nichts, dann wäre ein Fehler für den Applikator. Die rote Farbe zieht es mit drauf. Jetzt wird es da heller. Ja, es sind ja noch immer 7 Minuten. Wie viele Minuten muss man warten? 10 bis 15 Minuten. Wenn es über 20 Minuten ist, dann kannst du es schon wegschmeißen, dann funktioniert es nicht. Achso, es ist schon entzündet. Ja, schau, da kommt schon der Strich. Du hast nichts. Ich bin negativ. Ja, du hast nur vom Magen angesteckt. Da jetzt erblühte Bäume, dass du wirklich gegen irgendeinen Baum allergisch bist. Das ist auch möglich. Ja, du bist negativ. Du hast nichts. So geht das auch um Lungen. Weißt du, wenn du hast das so gemacht, ich habe Gericht. Weißt du, wenn du hast eine Wunde mit dieser weißen Flüssigkeit, so wie Eiter habe ich gerochen. Ja, vielleicht hast du wirklich Stirnhöhlen, ja, wie ich gesagt habe. Ja, es tut weh. Und ich habe aber Entzündung da. Ja, dann hast du Stirnhöhlenentzündung. Negativ. So, ja. das ist meine Beweisung. Ich bin negativ. Da hast nichts. Passt. Siehst du, guys? Negativ siya. Pero, ang truke ng ano ko, ng hostin ko, tsaka maya-maya ako nag-hostin. Genau das gleiche macht man mit dem Test, was du dann einschickst, das Video, mit dem QR-Code, dann sehen sie, okay, du hast nichts, und dann wird auf dein Handy zugeschrieben, negativ. Ja, und mit dem kannst du zum Friseur gehen, ja, irgendwo was trinken, Gasthaus. Ja. Ja, jetzt sind es 10 Minuten und das ist. Ja. Meinst du, aber diese, das ist ungültig, das ist nicht gültig, oder? Die andere ist gültig. Nein, der gilt nicht, nein. Der andere gilt. Die ist blau. Ja, jetzt weißt du, aber wir machen, aber in diese Apps, was hat die Teddy gegeben? Und dann wir machen das in Handy, bekommen wir einen Code, gehen wir in BIPA. Holen wir diese Covid-Test in BIPA. Das kriegst du in der Apotheke auch, den Test. Sulke? Mit dem QR-Code, sicher. Aber das ist von der Apotheke, was haben wir geholt? Zum Testen. Und habe aber nicht gewusst, dass das der Test schon ist. Ich glaube, der hat den gleichen, weißt du, was. Wo hast du das abgeholt? Bei der Apotheke, Shopping Nordhorn. At the Shopping Nord? Ja. Yeah. Nicht der in Andritz? Nein, aber die kriegst du halt auch das gleiche. Ja, ich gehe. Wie viel Stück ist das drinnen? 5 Stück. Also muss man ganda. Ayan, oh, 5 Show. Und dann musst du. Ist es viel besser als die erste, gell? Die erste Test? Ist im Prinzip komplett gleich. Nur, dass du den QR-Code auf den Applikator raufgibst. Lass das lieber um jetzt, weil die sind unterschiedlich. Und ja, das filmst du mit, das kennst du ein, den QR-Code, das wird dann hingeschickt zur Behörde, die schaut sich das an und dann kriegst du von der Behörde das Schreiben, okay, negativ, du kannst dann für 24 Stunden... Aber wie kann das benutzen? Ist es gleiche so wie diese auch? Ist gleiche Maschine? Da, hinten, schau.
Das gleiche Maschine und anderes. Das gleiche, oder? Ist ja im Prinzip gleich. Nicht so wie diese von Bipa. Von Bipa ist anderes. Das kannst du beides. In der Nase oder im Mund. Mund ist was besser. Mhm. Weil 2,5 cm in die Nase rein. So. Mhm.